So, da werden wir alles ein bisschen kompakt zusammengepackt und ich erkläre euch erstmal das Rätsel, weil sonst wisst ihr ja gar nicht, wie ihr vorgehen sollt. Jo, das nehme ich mal weg. Haben wir noch mehr Licht? Und dahinter ist es jetzt so. Ich werde auf dieser Karte hier rumfahren mit meinem U-Boot und ich werde 4 wichtige Orte suchen. Und die Orte, die ich suchen werde, das sind die, die habe ich hier mit A markiert. Atlantis, 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 Atlantis. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Atlantis sind immer 4 Felder. Und die hängen auch immer zusammen, entweder über Seiten oder diagonal, so wie hier. Manchmal ist es ein enges Pack, manchmal ist es eine Diagonallinie, manchmal eine Horizontallinie, manchmal irgendwas gemischt, was eher aussieht wie ein Y. So oder so ist das nicht das Einzige, was man finden kann auf dieser Karte, sondern es gibt auch noch sogenannte Artefakte, die haben diesen Stern als Symbol. Artefakte sind wertvolle Gegenstände, die können wir vom Meeresgrund aufsammeln. Und davon gibt es ebenfalls 4, die sind irgendwie hier wild verteilt und können überall da sein, wo Atlantis nicht ist, ne? Auch angrenzend. Die muss ich jetzt finden und dafür habe ich diverse Karten, meine eigene Hand zur Auswahl. Und mit den Karten werde ich sozusagen jetzt mit dem digitalen U-Boot, mit unserer Navigator-App, wie wir sie nennen, interagieren. Und da zeige ich euch mal ganz kurz, was wir so zur Auswahl haben. Also, wir können natürlich, irgendwo wird unser U-Boot dann sein, wir können dann rumfahren. Dafür benutzen wir entweder die Schleichfahrten oder es gibt noch eine andere Möglichkeit, weniger heimlich zu fahren, wenn man eine Karte nicht gebrauchen kann. Zum Beispiel, ich will gar nicht doppelt fahren. Mit dieser Karte könnte ich doppelt fahren, kann ich die auch umdrehen und in irgendeine Art von Movement ummünzen. Genau, Bewegungskarten. Dann haben wir alle möglichen Forschungskarten und mein Kapitän, mit dem ich heute spiele, der Kartograf, der ist ebenfalls eine Karte, mit der ich forsche. Ja. Mit diesen beiden Karten forsche ich vorrangig nach Bergen, Seeberge. Seeberge sind immer direkt auf Atlantis oder angrenzend auf Atlantis oder auf Artefakten, also direkt unter dem Artefakt sozusagen, oder angrenzend zu Artefakten. Ich kann auch direkt forschen mit der Forschungskarte. Das ist ganz einfach. Ich kann genau auf dem Feld, wo ich bin, überprüfen, ob da was liegt. Zum Beispiel ein Artefakt oder Atlantis oder gar nichts. Und dann gibt es noch den Radiograf. Der Radiograf, der sucht nach Spuren. Und Spuren, das bedeutet, hier liegt entweder ein Artefakt oder Atlantis. Ist natürlich immer gut, sowas zu finden, aber um das Rätsel zu lösen, muss ich natürlich später noch unterscheiden können. War das jetzt ein Artefakt oder war das Atlantis? Genau, mit den Karten werde ich so forschen. Es gibt auch noch ganz andere Klassen, manche forschen noch gar nicht, manche sind eher zur Bewegung. Und dann, die Karten spiele ich so alle nacheinander aus. Und dann werde ich irgendwann auftauchen müssen. Und das ist doppelt spannend. Erstens kriege ich alle Karten zurück. Das ist ein ähnlicher Mechanismus wie zum Beispiel bei Concordia. Aber das heißt leider auch, dass dann die App allen Spielern, die jetzt dabei sind, heute ist es nur ein Gegenspieler, mit dem wir spielen, dem müssten wir revealen, wo wir sind. Und das ist immer spannend, weil der dann eventuell daraus ableiten kann, was ich gerade so getrieben habe und wo. Und vielleicht sogar das ein oder andere Artefakt oder Atlantisfeld dadurch finden kann. Übrigens, das werde ich jetzt nach Norden. Wir wollen ja ordentlich sein. In der App steht, hier ist Norden. Also ist hier auch Norden. Und ich will das nicht vergessen und auch nicht nachher was kaputt machen. Und wir starten hier. Und ja, ich sage es euch mal gleich vorweg. Eine der besten Karten, um anzufangen, sind in der Regel die Karten, wo man Berge überprüfen kann. Und da gibt es jetzt 2 zur Auswahl, die haben eigentlich nur verschiedene Formen. Bei dem Kartografen kann ich in eine Richtung 6 Felder überprüfen, wie auf dem kleinen Bild. Und mit dem Sonar kann ich um mich herum 8 Felder überprüfen. Und weil ich gerade so schön in diesem Quadranten stehe, ist das doch auch, bietet sich das ja ideal an mit dem Sonar. Da lasse ich die Karte liegen und ich spiele den. Und dafür halten wir die Karten über die App. Und es fällt jetzt sozusagen hier rein und wir kriegen das Ergebnis. Und die Karte, die muss auf den Ablagestapel, den lege ich mal hier rüber. So. Ergebnis ist sehr spannend. Wir haben hier eine Bergkette. Hier ist ein Berg, hier ist ein Berg, hier ist ein Berg. Ich bin immer noch hier. Und hier ist gar nichts, hier ist gar nichts, hier ist gar nichts, hier ist gar nichts, hier ist gar nichts. Analysieren wir mal das Ergebnis. Wir wissen, Atlantis ist immer umgeben von Bergen und unter Atlantis liegt auch ein Berg. Und in einem Kreuz, also in alle Himmelsrichtungen, entstehen dann von Atlantis Berge. Es ist also durchaus vorstellbar, dass hier Atlantis ist. Und wir können dieses Feld nur leider nicht sehen. Wir haben nie danach gefragt. Da steht unser U-Boot.
Darüber haben wir keine Auskunft bekommen, aber hier wäre ja dann vielleicht auch ein Berg. Kann ja sein. Und hier vielleicht auch, das haben wir auch nicht gefragt. Und dann hätten wir perfekt so ein Kreuz. Was man nicht vergessen darf, es kann auch ein Artefakt sein. Das hat nämlich, momentan ist das nicht unterscheidbar, die Chance ist 50-50. Ja, ich glaube, der Klassiker wäre jetzt einfach mal dahin zu fahren. Aber ich will euch zeigen, wie meine Klassenkarte funktioniert. Also ich will den Kartografen benutzen und einfach noch über drei Felder mehr informiert werden, nämlich über die drei Felder hier außen, indem ich die Karte so drehe und dann checken wir diese sechs Felder. Drei davon sind jetzt redundant, ne? Aber wir machen das trotzdem. So, und der sagt, hier sind überall Berge. Drei hatten wir schon eingezeichnet, also die drei, die hatten wir schon neben dem U-Boot. Und jetzt zeichne ich einfach noch drei dazu. Und das ist wirklich spannend, weil das ist, finde ich, ein Hinweis darauf, dass das hier nicht nur ein Artefakt ist, dieses Teil hier. Ich mache mal ein kleines Fragezeichen. Weil da sind so viele Berge, jetzt müsste man mal überlegen, wie die genau stehen müssen. Vielleicht liegt Atlantis horizontal auf der gleichen Achse wie wir und dann würde es diese Berge spawnen. Leider können wir die Frage nicht beantworten, bevor unser Gegenspieler spielt. Jetzt wäre der rote Spieler dran, der zum Glück noch keine Ahnung hat, wo wir sind. Und der macht jetzt auch irgendwas. Zum Beispiel fährt er mal nach Osten. Ich simuliere das jetzt mal. Der überprüft einfach mal, was für Berge um ihn rum sind. So. Und er ist auch in der Nähe von vielen Bergen. Und wenn ich jetzt richtig gewitzt wäre, oder ich habe schon ein paar Mal gespielt, es könnte sich sogar lohnen, dass ich mir das jetzt irgendwo hier mitschreibe. Ich frage mich jetzt zumindest erstmal, ist er vielleicht in derselben Gegend wie ich? Denn er sieht ja auch sehr viele Berge. Naja. Aber lassen wir das, kommen wir erstmal zurück zu uns. Da sind wir wieder und wir müssen zwei weitere Karten spielen und wir haben ja auch jetzt deutlich weniger zur Auswahl. Kann sicherlich nicht schaden, sich mal in die Richtung zu bewegen. Und dafür gebe ich jetzt einfach mal die Schleichfahrt aus. Die geht so. Ich scanne die und jetzt darf ich das Handy an mich nehmen, hopp, und heimlich eine Richtung auswählen, damit die anderen Spieler mich nicht mitverfolgen können. Und ja, wir wollen nach Osten. Ich glaube, das hättet ihr in dem Fall jetzt auch gewählt. Und ich bewege mich auch um ein Feld nach Osten. Und jetzt mache ich eine der wichtigsten Karten im Spiel. Die setze ich jetzt eben ein, das Erforschen. Ich gehe jetzt nach unten und wir schauen, was da liegt und ob da was liegt. Und wir hatten irgendwie Glück, aber irgendwie auch Pech. Ich hatte mir mehr erhofft. Hier steht nämlich Artefakt. Das wird wohl noch ein bisschen besser präsentiert im fertigen Spiel, aber genau hier steht's. Wir haben hier ein Artefakt gezogen, das heißt, ich darf jetzt von diesem Stapel hier eine Karte ziehen und sie in mein Deck nehmen und das sind einmalig einsetzbare starke Karten. In dem Fall zum Beispiel ist es das Bermuda-Rechteck. Da würden wir jetzt ein Rechteck sehen können, wenn wir die Karte spielen, die uns genau sagt, welche Dimensionen Atlantis hat. Ich werde damit noch warten, werde die Karte erstmal auf der Hand behalten und der Gegenspieler wäre dran. Der fährt zum Beispiel nach Norden und der wird da mal exploren. Und tatsächlich findet er da nichts und wir sind wieder an der Reihe. Ja, eine ganz spannende Karte ist der Radiograph, weil der schaut in zwei Richtungen und sucht nach Spuren. Und wir können ja jetzt schon einige Berge erklären. Also, hier war bestimmt auch ein Berg, das geht gar nicht anders. Den Berg können wir erklären, 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 denn hier hatten wir ja ein Artefakt. Aber die zwei Berge, die können wir so momentan noch nicht erklären. Ich vermute also, dass auf diesem Feld sich ebenfalls irgendetwas befindet, also eine sogenannte Spur, entweder ein Atlantisfeld oder ein Artefakt. Und das werden wir jetzt ausprüfen. So, ich spiele die Karte so rum, die hat hier so eine Achse. Dass ich nach Westen und nach Osten gucke, mit diesen, ob da Spuren sind und nicht nach Norden und Süden. So, und der sagt mir aber, auf dem Feld, wo ich was vermutet habe, da ist gar nichts. Ja, und jetzt müssen wir mal zusammen überlegen, wie das sein kann, dass hier direkt neben mir nichts ist und trotzdem hier drei Berge sind. Gut. Eine Erklärung könnte sein, dass hier noch etwas liegt. Weil das würde den Berg nochmal erzeugen, den haben wir eh schon. Aber auch diesen. Dieser Berg war eh da. Der ist auch, aber das würde ihn auch erklären. Und hier wäre vielleicht noch einer.
Wissen wir nicht so genau. Das könnte sein. Oder es ist ein Gegenstand, der hier liegt, der ebenfalls diesen Berg erzeugt. Also die Frage ist jetzt immer, was hat diesen Berg erzeugt? Was nicht sein kann, ist, dass hier etwas lag, direkt südlich von uns. Denn dann wäre hier ja nicht nichts. Hier ist ja eine Tiefe, hier ist definitiv kein Berg. Und das kann nicht sein, wenn hier was wäre. Also es ist entweder dieses Feld, ich verbinde jetzt mal eins von den beiden Feldern, muss irgendwas Wichtiges beinhalten. Ja. Das finden wir raus, indem wir noch weiterfahren. Jetzt spiele ich die Schleichfahrt, und zwar diesmal die Weite. Und wir wollen heimlich nach Osten fahren. Der Gegenspieler wäre dran. Und jetzt wird es spannend. Der Gegenspieler, der hat nicht mehr viele Karten. Der hat seine Karten genauso ausgespielt wie ich. Und auf einmal muss er plötzlich auftauchen. Und jetzt wird das Spiel spannend. Und es ist wesentlich weniger Solospiel, als ihr vielleicht bisher dachtet. Denn, holla, der rote Spieler ist genau hier. Genau das Feld, was wir gerade untersucht haben. Da ist auch unser roter Gegenspieler. Wir dürfen auch einen Spielstand nehmen, um ihn zu markieren. Und jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass wir nicht mitgeschrieben haben, was der vorhin so gemacht hat. Ich habe auf jeden Fall noch in Erinnerung gehabt, dass er auch viele, viele Berge gesehen hat. Und er ist einmal nach Norden gefahren. Also ich glaube, in dem ganzen Quadranten ist noch viel mehr interessantes Zeug. Ja, was er noch macht ist, er macht ein Secret Movement. Wohin weiß ich aber nicht. Und damit ist er wieder weg. Und wir wissen nur, er ist in eine von vier Himmelsrichtungen weitergefahren. Mal gucken, was uns das in Zukunft noch nützt. Ja, wir sind inzwischen ja hier. Entschuldigung, habe ich vergessen zu tracken. Wir haben uns um zwei Felder bewegt. Und jetzt müssen wir erstmal auftauchen oder das Bermuda-Rechteck spielen. Und in der Kürze der Zeit würde ich jetzt einmal auftauchen. Und das geht so. Zack. Und ja, die App sagt mir, wo ich bin. Das stimmt ja auch zum Glück. Wäre eine Tragödie, wenn nicht, weil dann hätten wir was falsch gemacht. Der rote Spieler weiß jetzt auch, wo wir sind. Vielleicht ist er auf demselben Feld, wer weiß. Und wir dürfen alle Karten wieder aufziehen. Genau. Und so würde das Spiel jetzt weitergehen. Wir haben wieder alle Karten zur Verfügung. Und ich werde jetzt noch ein letztes Mal, bevor ich das Video beende, den Radiographen benutzen, um zu schauen, ob wirklich südlich von mir vielleicht was Spannendes ist, ob da die Spur liegt oder ob es das andere Feld sein muss. Zack, und tatsächlich, hier zeigt er mir eine Spur an. Die markiere ich mir mal mit einem großen Kreis. Hier ist etwas, und das kann natürlich Atlantis sein, das kann aber auch ein Artefakt sein. Genau, jetzt habt ihr grob, glaube ich, nachvollziehen können, wie Finding Atlantis funktioniert. So ein bisschen fehlt jetzt in dieser Solo-Variante, die ich mit euch getestet habe, noch der Mitspielwille vom Gegenüber und diese Genialität, sich gegenseitig was wegzugucken. Aber ich hoffe, ihr habt verstanden, um was es geht, und ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Ja, genießt euer Wochenende.